Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Ja, wir sind in der nächsten Folge angelangt. Wir sollen zwei Aufgaben erledigen für Professor, wie hieß sie gleich? Irgendwas da, Hecki, Hebedi, Hebede. Ja, zwei Aufgaben für, damit sie uns einen Zauber beibringt. Den Incendio-Zauber damit wir Fackeln entzünden können und auch als Angriffszauber benutzen können. Für den Anfang dachte ich mir so, wir können das ja mal ein bisschen ausweiten hier, so vom Let's Play her. Wir können ja einfach mal so eine kleine Rätselfrage mit einbauen. So, ganz am Anfang könnt ihr dann in die Kommentare beantworten, wenn ihr die Antwort wisst. Die erste Frage, die ich euch stellen würde, ist, wie lautet der Hauself von der Familie Black? Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr die Antwort wisst. So können wir einfach mal ein bisschen locker flockig, vielleicht noch ein bisschen rätseln. Ist bestimmt ganz cool. Ja, ich bin da. Alles gut. Ja, damit. Alles meins. So, was soll ich machen? Kann ich dir helfen? Nee, kannst du nicht. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Klar. Dabei. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ich bin bereit. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Geile Mütze. Sicher noch bereuen. Easy. Noch nicht fertig. Kontrollzaubern. Okidoki. Ich auch so viel Leben hier, hm? Was für ein Duell. Für den Clickbait. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ja, danke, oder so. Ich hoffe, du kommst wieder. War jetzt auch tatsächlich gar nicht so schwer. Aber auch nur links, 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 links. Ja, also ist eigentlich nur Geklicke. So ein Kämpfchen. Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Okay, Puppe üben. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, dicke Combinations, ja klar. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Aha. Ah, okay. Also ranziehen. Sehr schön. War jetzt auch nicht schwer. Ausgezeichnet.
bisschen nah dran. Oh. Oh, war knapp. Sehr gut gemacht. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Na, oh ja, bin ich. Was das? Auftrag abgeschlossen? Hackett hieß sie, ah, guck mal. Zwei Runden soll ich mal machen. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Bereit? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Soll ich das mal alleine machen? Ich trete allein an. Wie schwer kann's schon werden? Bereit für dein Ende? Noch zwei Mädels. Oh, drei. Verzeihung im Voraus. Und der Junge hat gerade als Mädel gesprochen? Kraftzaubern, okay. Den einen haben wir schon mal. Oh. So. Was für ein Duell. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Hey. In der nächsten Runde cool. Geht's um alle Koboldsteine. Da auch noch irgendwas einsammeln? Aufgabe erledigt. Da ist noch eine Kiste. So, wir sollen wieder zurückgehen. Können wir uns den Feuerzauber abholen? Alles schon mal gut, dann haben wir wenigstens auch irgendwie so einen Angriffszauber, ne? Ganz sind wir eigentlich eher so auf Verteidigung die ganze Zeit. Ach, und da. So. Accio Levioso, können wir die zwar so hochheben und so weiter, aber. So effektiv finde ich es jetzt nicht im Kampf. Da sollten wir schon was zum Angreifen haben. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Mhm. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Mhm, machen wir. So. Habe ich schon. Habe ich das schon gemacht. Gut gemacht.
Üben Sie gerne im Klassenzimmer, bevor Sie Incentio. Gehen. Ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt. Okay, dann. Hat ja keine Reichweite, ne? Auf kurze Distanz entwässert. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Incendio zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Nee, macht Spaß. Ach hier. Incendio. Bumm. Hier in Brand setzen, ne? Fällt mir. Geht dich gar nichts an, was ich vorhab. Nein, kann dich in Brand stecken. Ach, schade. Schön brennende Haare durch die Gegend rennen. Ah! Nein, nicht die Katze anstecken. Nein, nein. Das wollte ich nicht machen. Boah, die sieht ja krass aus. Ah, da müssen wir mal streicheln kurz. Mal gucken, ob die sich auch noch so kaputt anhört. Ja. Wenn wir eine Duracell gebrauchen, glaube ich. Zack. So. Spannend, wie es jetzt weitergeht. Botenabteilung, Bibliothek. Klingt gut. Ah, da sind sie ja. Bin wieder da. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay, ich rede mit Sebastian in der Zeit. Alter, als Schulleiter, also war ich drauf, ne? Das ist ja richtig ugly, Alter, ey, meine Fresse. Die verbotene Abteilung erwähnt. Junge. Vielleicht hat er ja eine Idee. Sebastian, ich komme. Er ist ja auch direkt hier unten. Zum. Hallo. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Okay, das klingt gut.
Danke, Sebastian. Bis später dann. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Ist ein Tarnumhang? Sehen doch mal. Das wäre cool. Okay, den müssen wir jetzt auch noch hinzufügen. Thomas, das muss er sein. Das brauchen wir denn jetzt nicht, das sagen. Niemand darf uns sehen. Okay. Komm, Slytherin Broody. Gericht? Nee, ne? Achso, okay. Auf Abstand bleiben. Drin. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Und die kann uns auch nicht sehen. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Okay. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Jemand? Sind Sie das, Peeves? Links sind Sie das, Peeves. Oh, ich dachte, die kommt jetzt auf mich zu. Mal kurz mal da reingucken, ne? Und absterben, cool. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Eine Maske. Von früher, diese Pestdoktoren. Sein als ein Jobber neu. Ah, okay, wir glocken. Die Luft ist jetzt. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Das ist so ein. So eine Hand in der Kiste, so wie bei dem. Also, wonach suchst du eigentlich? Diesen komischen Zauberladen war. Ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann.
Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es in Kraft, das einem helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Morgentruhe, funktioniert das auch damit? Jetzt leise. Jo. Nicht sehen, ne? Cool. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Was ist das denn für ein Tier hier drin? Eine Fee? Schon Level 10, krass. Was? Wen haben wir hier? Oh. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Okay. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ah, okay. Reparo. Mit Ruhe. Wo geht's hier hin, Alter? So krass unterm Schloss weiter. Bodenabteilung und hier geht's immer tiefer. Lumos. Revelio. Natürlich. Spuren alter Magie. Ich muss doch etwas verbergen. Was soll es so sein? Hier? Erinnert mich irgendwie an Ron Weasleys Festtagsumhang. 18? Das ist der ja besser hier. 18? 8, 13, ja. Okay. Ist auch noch was. Und es gefällt mir sogar. Legendär. 21, 15, 14. Oh, kann man tragen. Sieht ganz frech aus. Und das jetzt hier noch? Ist auch irgendwas?
Bringt das irgendetwas? Also wenn ihr dann eine Antwort zu habt, ob das was bringt, den Zauberstab, den Griff zu ändern? Oder ist das wohl... Könnte auch nur was Kosmetisches sein, ne? Revelio. Oh. Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Lol. Hab ich gar nicht gesehen. Revelio. Ah, ist das hier noch rumgegangen? Hey, ein Schal. Den hatten wir noch nicht. Das Einzige, was hier noch frei geblieben ist, hier in der Zeit. Aha. Okay, okay, cool. Das nehmen wir doch alles mit. Oh, das sieht nach Fight aus. Dann nehmen wir den auch mal mit. Das war ja klar. Das ist wahr. Oh, falsche Taste. Noch einer. Blaue Leiste dann, ne? Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Dann brauchst du mir das nicht nochmal hinterher erklären. Ist sonst noch was? Nein. Mich aber gerade, wie ich schon Halt drücken nehme. Ich sehe gerade, die Energieleiste lädt sich auch von alleine auf. Das müssen wir mal irgendwie nachlesen. Oh, ist das hier noch alles? Gott, oh Gott. Mal ist viel zu viel hier. Müssten die Zaubertränke nicht da drin sein? Mal kurz in der Einführung nach. Wenn es hier zum Kämpfen geht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich einen Halttrank benutze. Bisschen peinlich vielleicht. Da. Ja. Reittiere. Heilen. Alles klar. Wir haben ja auch 10 Tränke. Oh. Nicht in Reichweite. Deine da runtergefallen? Lumos. Okay. Das würde was bringen. Oh. Da ist doch jetzt auch noch ein Symbol. Was ist das? Um zurückzukommen. Lumos. Hier sind doch... Da unten ist doch auch was. Ach. Okay. Cool.
Dachte, da wäre auch so ein Button, den man drücken müsste. Der seid hier auch irgendwo? Revelio. Ne, sieht nicht so aus. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Upp. Ja, easy. Wir machen alle fertig. Aber wohin? Oh, so weit springen. Scheinbar nicht. Hä? Lumos. Ich jetzt nicht. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Lumos. Kann doch nicht so schwer sein. Ah. Tor. Revelio. Ist mehr, okay. Seiten noch eine Truhe. Echt? Oh. 11. Müsste ich also jetzt irgendwas wegschmeißen wahrscheinlich. Zerstören? Gibt es da Crafting-Items oder so für? Ne. Okay. Hätte sein können. Oh Gott, das sieht aus. Das gefällt mir gar nicht. Das sollte trotzdem so aussehen. Also, ist zwar cool so mit diesen... Scheiße. Shit. Entschuldigung. Ist ja cool mit diesen individuell erstellen, aber naja, braucht man das? Ich wollte schon die Sachen hier einsammeln. Incendio.
Tempel. Ja, ich finde, da haben wir uns ja schon besser geschlagen. Es ist also doch ein Buch. Revelio. Ist alles im Buch? Okay. Lesen bildet, ne? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Schon so böse. Sebastian. Ich
der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Revelio. Bin in der Nacht wieder zu dem Professor gehen. Okay. Alex los. Also, die gerade in der Sequenz, die kam mir irgendwie nicht geheuer vor. Die hat so böse gelächelt irgendwie. Aber die konnte wohl dasselbe, was wir auch können. Alte Magie. Wird schon interessant werden. Revelio. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Na, gleicher Schulleiter. Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden.
Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ich glaube, dann geht fix, ne? So. Was sind denn meine Aufträge? Da. Achso. Cool. Gut, keine Aufträge verfügbar. Wahrscheinlich noch, wenn ich hier rausgehe. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Ja, dann hat Siebel was. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Warte mal, ein bisschen auf die Karte. Die scheint jetzt mit der Weltkarte deutlich größer zu sein. Ach, du heilige Granate. Sumpf. Ach, da oben steht eine Gegnerstufe. 15 bis 40. 10 bis 30. 1 bis 20. 5 bis 20. Oh, 20 bis 40. Verbotener Wald. Sieht sich gut an. So als Herausforderung. Okay. Sehr interessant. Können wir hier noch machen? Kräuterkunde. Leider keine Belohnung bei. Gegnerstange per Ausweichrolle. Wir kennen Sandy auf Gegner. Expelliarmus. So, irgendwelche Umhänge. Und das war's. Okay, aber hier können wir nochmal einen neuen Zauber lernen. Das ist bestimmt gut. Das sollten wir vielleicht als erstes in der nächsten Folge im Angriff nehmen. Und dann gehen wir in den Kräuterkundeunterricht. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.